Lass mich dir meine interessantesten Partner vorstellen. Die alte Glucke dort ist Gräfin Mignole. Mit der hattest du bestimmt viel zu reden. Der Scheißer in der Ecke heißt Hilbert. Neureich. Hat mit Gwind ein Vermögen gemacht. Ah, und der da ist Kunsthändler Jaromir. Ein arrogantes Arschloch. Aber mit Gemälden kennt er sich am besten aus. Na, sollen wir mit jemandem reden? Es ist unpassend, hier zu stehen wie die Ölgötzen. Ach ja. Triff Vivaldis Freundin. Riech mal. Hier riecht es nach Geld. Ich rede zuerst mit der Dame. Ladies first, so heißt es doch. Gegrüßt sei die ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Gerald von Riva. Hexer der Wolfsschule. Verzeihung. Hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, Gerald. Gräfin Mignole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, Ausrüstungsteile, Medaillons. Woher das Interesse an Hexergegenständen? Darf ich fragen, wie wir Monsterschlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Ich habe einige angenehme Assoziationen aus meiner osofernen Jugend. Sag sowas nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus. Sehr freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn dein wertvollstes Objekt? Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule, 1234. Ein Klassiker. Wird es versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexerdevotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene 5% Transaktionsgebühr berechnen. Sicher, warum nicht? Ich guck mir das Ganze nur mal an. Wimmel, ich kenne niemanden, der sich so geschickt die Moneten anderer Leute krallt wie du. Aber was soll's? Vielleicht kriegen wir einen Handel zustande. So, lass mal schauen. Vipernrüstung, Vipernstiefel. Benötigte Stufe 40. Bis ich das hinkriege, ne? So. Erstmal den ganzen Müll verkaufen. So. Kann ich der Dame noch was verkaufen? Etwas von meinem Plunder? Eigentlich nicht, weil meins ist relativ sauber. Bonusgold, Bonuserfahrung bei Monstern, Bonuskräuter. Alter. Bonuserfahrung bei Monstern. Bonuskräuter klingt noch interessant. Wir haben das Geld, also was soll's. So. Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Nein, aber laut Horst Borsody kommt etwas unter den Hammer, was mich interessieren dürfte. Er hat wohl nicht gesagt, was es ist? Nein. Du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens, Meister Gerald, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Kommt auf die Art der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Ob du mit deinen Katzenaugen... Ich guck mal. Kein Problem. Ich seh mal nach. Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich dann, Wimme. Durch die Diele.
Pass auf, die Vögel haben das Ding. Hm, verschütteter Wein, sonst nichts. Hm. Hier gibt's gar keinen O-Ring, oder? Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, ich... Götter, ist das peinlich. Kennst du Wesemir? Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Kennen? Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm, wenn ich fragen darf? Wie nahe standet ihr euch? Natürlich darfst du. Doch bevor ich antworte, wüsste ich gern, wie gut ihr euch kanntet. Oh, das habe ich nie jemandem gesagt. Niemals. Aber dir schulde ich wohl eine Erklärung. Es war im Winter 1234. In Ochsenfurt trieb eine Bestie ihr Unwesen. Ein Flatterer, glaube ich. Es wurde ein Auftrag ausgeschrieben und ein Hexer erschien. Wesemir. Von der Wolfsschule. Auf der Spur des Monsters kam er bei uns vorbei. Wir sahen uns an, ein Funke sprang über. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Meine Zofe brachte sie ihm. Im Schutze der Dunkelheit besuchte er mich, Nacht um Nacht. Bis mein Vater irgendwann etwas hörte. Wesemir musste so schnell fliehen, dass er seinen Gambeson zurückließ. Ah, das erste Stück der Sammlung, also. Ja, aber auch das Ende unserer Liebe. Vater ließ einen Haftbefehl ausstellen und verheiratete mich sofort. Ich hatte Glück. Mein Mann starb jung und hinterließ mir ein Vermögen. Und so lebe ich von Erinnerungen. Ja, es tut mir jetzt leid, aber ich habe keine guten Nachrichten für dich. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh? Bitte sag mir, starb er wenigstens wie ein Hexer? Nein, er starb wie ein Held. Das war's also. Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irre. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. Ah, der Olivesimir, der Stecher. Nicht schlecht, der Herr. Und uns immer anprangern, weil wir uns an dem Mädchen vergoldet haben. Hab schon viel von ihm gehört. Gräubert hat doch bankrott erklärt. Rinde? Und dann dieser Ring. So, wir sind Level 37. Das heißt, noch 3 Level, dann hätten wir die Vipernrüstung zusammen. Vorausgesetzt, diese Vipernrüstung ist auch wirklich gut. Ich guck mal gerade, was hier. Stoffwechselschub. Aber warte, ich hatte ja noch nicht ganz bei der Zauberschule fertig geskillt. So. Ist mein Igni schön. So, mit wem reden wir denn? Mit dem, Hilbert. Hilbert, es ist Jahre her. Darf ich vorstellen? Gerald von Riva. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Wie steht's? Das Auge auf Glitzerkram geworfen? Eigentlich nicht. Ich kaufe, was mir gefällt. Etwas Prächtiges für die Wände könnte ich gebrauchen. Nilfgaard, stimmt's? Wie bitte? Dein Gwind-Kartensatz. Nilfgaard, nicht wahr? Gib's schon zu. Nilfgaard. Mithris? Normale Monster. Eigentlich spiele ich meistens Monster. Ein Hexer spielt Monster? Hm, interessant. Du musst wissen, Hilbert. Geralt hier ist ein Spitzenspieler. Nein. Spitze? Hm.
Hm? Es dauert noch, bis die Auktion beginnt. Knuff, knuff, zwinker, zwinker, wie wär's mit einem Ründchen? Vielleicht ein andermal. Bedauere, ein andermal vielleicht. Hm, na schön, ich geh was essen. Ach ja, Obacht bei diesen kleinen schwarzen Kugeln, die sind nicht geheuer. Ah, er verschmäht Kaviar vom kovirischen Stör. Perlen vor die Säue. Komm, Geralt, quatschen wir mit jemand anders. Hätte ich beinahe schon wieder Gewinn spielen müssen. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Und ihr? Deine graue Mähne steht dir gut. Dankeschön. Extra gut gezüchtet, sag ich mal. Also jetzt müssen wir auch noch mit dem reden. Mit dem wollte ich eigentlich nicht reden. Hm. Jaromir, dürfen wir mal kurz stören? Hallo Vivaldi. Wer ist das? Geralt von Riva, Hexer. Ich dachte, dir wäre vielleicht nach einem Schwatz über die Bilder, die heute verhökert werden. Hm? Ah, sind wir also auf Profitpirsch, wie immer. Wirf du mal mit deinen Steinen. Du lebst von deinem Gemäldehandel auch nicht übel, mein Freund. Stimmt, aber sie erfreuen meine Augen, während sie für dich nur Wechsel sind. Du interessierst dich nur für kulinarische Künste. Und du, Hexer? Weißt du irgendwas über Gemälde? Ein bisschen. Mag angesichts meiner rohen Visage unglaubwürdig sein, aber ein bisschen was weiß ich. Wirklich? Mal sehen, was. Wusstest du, dass unser Freund Vivaldi im Besitz von 5 Werken van der Knobs ist? Dabei kann er sie nicht von Landschaftsbildern für 5 Kronen pro Stück unterscheiden. Das leugne ich auch gar nicht. Doch für dich, mein lieber Hexer-Connoisseur, dürfte das ja das Geringste sein. Also sag uns, welches dieser Werke ist von Edward van der Knob, dem Meister aus Maribor? Willst du mich verarschen? Woher soll ich denn das wissen? Landschaftsbilder, hat er gesagt, ne? Stillleben, die Schlachtszene. Das Landschaftsbild? Hm, ich glaube, die ländliche Szene. Inkorrekt. Aber ich hätte mir denken können, dass dein bäuerlicher Blick in die ländliche Heimat schweift. Leb wohl. Was für ein Trottel. Ach, scheiß auf ihn. Typischer Adelspimmel. Man gewöhnt sich dran. Inkorrekt. Nö, 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 nö. Verehrte Damen, werte Herren, die Auktion beginnt in Kürze. Bitte Platz nehmen. Ach, endlich. Komm mit nach vorne, sonst sehe ich nichts. Bin ja schon da. Naja. Wimme, hör mal. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie die Auktion abläuft. Sie bringen 3 Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borso die hoffentlich auf und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin, hast du ein Budget? Willst du mitbieten? Mach ich. Natürlich. Jetzt habe ich mich schon hier reingeplagt. Da werde ich es doch mal ausprobieren. Ha! Ich wusste, der Funke springt über. Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Meine Damen und Herren, Objekt Nummer 1 ist eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Romilly. Angeblich soll im Inneren der Figur ein Schatz verborgen sein. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten? Nö. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten.
Der ehrenwerte Jaromir bietet 300. Hören wir mehr. 300 zum ersten. Die Gräfin bietet 350 zum ersten, zum zweiten. Objekt Nummer 1, die geheimnisvolle Messingfigur, geht an Gräfin Mignole.